Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir interessante Gäste eingeladen. Hallo, ich bin Christine und ich bin für den Master in Lagerstätten nach Freiberg gekommen. Lagerstättentechnik hört sich ziemlich außergewöhnlich an. Was macht ihr denn da? Also, weil ich es häufiger gefragt werde, Lagerstätten meint Rohstofflagerstätten. Und hier in Freiberg liegt der Fokus vor allem auf Erzen, also viele Buntmetalle wie Kupfer, aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber, wobei Silber ja in der Silberstadt Freiberg durchaus eine längere Tradition hat. Wir befassen uns aber auch mit aktuelleren Rohstoffen wie seltene Erdelemente oder Fluorit, Baryt und Steinsalz. Dazu gibt es zum Beispiel auch eine Kooperation mit Kali und Salz, wo wir dann mit dem Chefgeologen eine tolle Einführung bekommen und auch die Möglichkeit haben, in Zielitz einzufahren. Das hat leider noch nicht funktioniert, aber ich freue mich super drauf, wenn es dann soweit ist. Genau. Typische Berufsbilder dafür wären dann eben, dass wir in Minen arbeiten, also Bergwerken oder auch in Steinbrüchen und Tagebauen. Consulting ist auch möglich und das geht auch noch alles in Deutschland. Schwierig wird es aber bei dem, was ich vorhabe. Ich möchte gerne in die Exploration von Lagerstätten gehen. Da gibt es in Deutschland halt nicht so viele Projekte. Das kann man dann machen in Skandinavien, Kanada, Afrika. Und ich plane meinen Berufseintritt in Australien. Ja, das ist dann wirklich abenteuerlich. Also da kann man auch gut ein paar Monate im Outback verbringen und bekommt dann mal wieder was zu essen. Ja. Das hört sich ja ziemlich spannend an. Aber in deinem Studium bis jetzt, was war denn da das Spannendste, was du erlebt hast? Naja, das Beste am Geologiestudium sind immer die Exkursionen. Und das war gerade halt etwas schwierig. Deswegen ist es gut, dass es hier in Freiberg so viele coole Vereine und Extraaktivitäten gibt, die man machen kann. Zum Beispiel konnte ich dann kleine Exkursionen machen über die Society of Economic Geologists. Da waren wir dann zum Beispiel Gold waschen. Ich war aber auch mit der AG Grubenwehr unterwegs in Oelsnitz und dann waren wir noch in Tannbergstal, da sind wir auch eingefahren ins Besucherbergwerk. Und ich habe es geschafft, in meinem ersten Semester dreimal in die Reiche Zeche einzufahren. Und darüber bin ich sehr glücklich. Sehr beschäftigt. Ja, es macht Spaß. Das sieht man dir an. Würdest du also Leuten empfehlen, hier zu studieren? Ja, definitiv. Also ich habe ja vorher meinen Bachelor woanders gemacht und es war jetzt nicht so einfach, das zu ändern. Also ich habe 3 Jahre mit meinem Freund zusammen gewohnt. Da zieht man eigentlich jetzt nicht direkt auseinander. Aber es war es trotzdem wert. Man hat hier einfach so viele Möglichkeiten, eben durch die Uni. Man hat noch so viele verwandte Studiengänge, wo man sich dann auch die Module anhören kann. Und eben diese ganzen coolen Vereine. Und deswegen bin ich einfach super glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und hoffe, ihr seid auch wieder nächstes Mal bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich neue und interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch jederzeit auf unserer Website, der UniNow-App oder auf Instagram über aktuelle Termine oder Veranstaltungen informieren. Bis dahin dann, tschüss und Glück auf!